Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy VII hier auf dem Kanal Rockkartoffel LP. Beta LP ist noch dabei. Hallöchen. Du darfst jetzt sprechen. Ach, jetzt darf ich, ja? Okay. Ja. Nachdem du mich letzten Part so angefahren hast. Ach, angefahren. Ich hab dich abgefahren. Ach, abgefuckt war das, Mann. Oh, was machst du denn? Nichts. Das schon wieder nur Quatsch war. Ja. Ja, unser Plan ist es jetzt, hier schönstens mit den Substanzen, die wir gerade neu erworben haben, wieder auf das Festland zu gelangen. Der Substanz. Du hast doch nur eine bekommen. Der Substanz. Wieder aufs Festland zu gelangen, dann das Ganze wieder auszurüsten. Wir haben ja noch ein Limit bekommen. Also das ultimative Limit von Cid. Das können wir aber eher weniger gebrauchen momentan. Und dann werden wir dort auf dem Festland Weapon suchen, finden und sicherlich auch besiegen. Und dann werden wir in den verzauberten Wald gehen, durch den ich nicht so ganz durchgekommen bin. So. Dann rüste ich gerade mal L-Substanz aus. Ja, gib mal Set noch einen Hyper. Was haben wir denn hier? Erde, Leviathan, Odin. Dann machen wir da Titan, machen wir weg. Braucht da sowieso keiner. Hades. So. Was sagst du, was soll ich wem ausgeben? Set kriegt erstmal einen Hyper von dir. Ein Hyper. Wo ist der denn? Hyper. Da war's grad. Und da Kosmogedächtnis. Ah, da. Vorbildlich. Würdest du den jetzt noch eins geben, was durchaus möglich wäre, dann würdest du mehr Schaden bekommen kämpfen, aber dafür würde sich deine Limitleiste schneller füllen. Aber das wollen wir nicht. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich unnötig. Bist du nämlich schornig. Ja, natürlich. Also, wenn man Limit trainieren will, dann wäre es ganz gut, aber brauchst du jetzt nicht. Ist eh schon zu spät bei dir, ist eh alles verloren, sag ich mal, aber. Hast du jetzt den Schokobo gar nicht mitgenommen? Doch, natürlich. Echt? Ja. Dem war mir nicht zu. Such dir mal ein nettes Gesprächsthema für die Suche nach dem. Oh, guck mal, da ist er ja. Na, das ist schon erledigt. Hast du jetzt eigentlich Raymond, vor dir Raymond zu kaufen? Nee, aber mein Vater kam gerade rein, um es mir zu kaufen. Das war jetzt gerade ein bisschen doof, ne? Wie doof? Ja, jetzt musste ich ihn, glaube ich, abweisen. Soll ich ihn... Ich könnte auch einfach die Aufnahme stoppen, das schnell machen und dann wären wir gleich wieder soweit. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach dreist. Mal. Gut, ich halte hier mal ganz kurz an, ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Bis gleich. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich bin jetzt endlich dann auch mal soweit. Und, hurra. Schrei es bitte noch etwas lauter. Hurra! Danke, das wollte ich hören. Wie gesagt, es geht weiter. Wir werden jetzt nach... Was war denn unser Ziel? Ultima Weapon. Keine Ahnung. Achso, ja. Wo ist denn die... Komm her! Oh. Schnapp es dir. Ich schnappe es mir. Und wenn ich es geschnappt habe und es schwebt über deinem komischen Gemüsegarten... Dann werde ich ihm einmal einen schönen Ritter der Runde reindrücken und dann sagt das gar nichts mehr, das Vieh. Es ist dann komplett im Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat Arsch gesagt. So. Na. Ah ne, es so. Fliegt schon dorthin. Okay. Sonst würde es gerade nicht so zielstrebig fliegen. Hä? Fail. Na dann Attacke. Naja. Werden wir uns jetzt halt wieder das spektakuläre spektakulöse Spektakel des Ritter der Runde angucken. Und zwar mit ihm hier, unserem guten alten Rocky. Ritter auf der Runde. Ich glaube, das reicht, oder? Soll ich noch einen zweiten... Ja, mach, hau noch ein Limit hinter und dann ist gut. So, ich lege mich mal dann so langsam nach hinten. Das dauert jetzt auch eine Weile. Das wird jetzt toll. Und Nummer 1.
wie die Dinge auch alle 5300 Damage machen, ne? Ja, also wenn du gut bist, machen sie später alle 9999 Damage. Was heißt denn, wenn ich gut bin? Ja, wenn du trainiert bist, wenn du hochgelevelt bist, wenn das Spiel wieder einen Sinn für dich ergibt, ja, dann. Aber ich sag mal, so lange wolltest du ja, du wolltest ja jetzt nicht wirklich bis 99 aufnehmen, von daher ist das ja vollkommen in Ordnung, also vollkommen. Ich weiß nicht, ob der Quadra-Zauber-Effekt jetzt schon da ist, dass das jetzt so ist, dass der jetzt den viermal aufruft. Müsste eigentlich so sein. Also werden wir den jetzt zwangsweise viermal sehen? Nein, wenn er jetzt tot ist, dann nicht. Wir haben nämlich Quadra-Zauber mit diesem wunderschönen Aufruf gekoppelt, in der Hoffnung, dass er den dann viermal aufruft, wenn der Gegner nicht kaputt ist. Krawusch. Krawusch? Das war aber ein Special-Spezialeffekt. Ich glaube, so eine krasse Substanz gab es auch in keinem anderen Final Fantasy. Also eine andere Bestia, Esper, wie man sie auch noch nennt. Ja, GFs heißen sie ja auch. Je nach Teil. Guardian Forces. Komisch. Na, bist du tot? Na, bist du tot? Na, bist du tot? Beziehungsweise fliegst du wieder weg? Ja, okay. Da macht er nix. Da machst du nix. Kannst du knicken. Da macht nicht mal ein Ultima-Weapon irgendwas. Gut, sollen wir Ultima-Weapon nochmal suchen in dieser Folge oder sollen wir es einfach nächste Folge probieren? Ja, dann mach. Naja, mit nächster Folge ist schwierig. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, ich soll nicht mehr so lange machen. Von daher, aber probier's mal einfach nochmal. Weil es bald beste Fernsehzeit ist. Und für mich nicht, aber für andere Menschen, die hier wohnen, das macht mich sehr traurig. Das kann ich verstehen. Ich fühle mit dir. Ah, du wolltest ja, du wolltest ja, du. Ja, genau, jetzt ist es soweit. Der letzte Kampf. The last fight. So, meine guten und lieben Freunde, es geht los. Was würdest du sagen? Ein Ritter der Runde? Ja, kannst du machen. Also. Boom. Immer yippie. Boom. So, und der heilt nochmal ordentlich. Falls das noch nicht reicht für die. Gut, aber mehr gibt's dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Jetzt ist das Vieh wahrscheinlich ziemlich tot. Jetzt müssen wir nur warten, bis die ganzen Ritter der Runde wieder auferstanden sind. Ja. Und dann dürfte das eigentlich schon gewesen sein. Das endgültige Ende, so wie es da gerade auch stand. Genau. Du bekommst hier, glaube ich, massig. Ja. Massig AP oder XP, eins von welchen. Ich glaube, da. Auf jeden Fall gibt es eine Waffe. Ich glaube, die stärkste Waffe von Cloud. Ich glaube auch, ich habe so irgendwas gelesen, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, die heißt so, heißt dann Ultima-Schwert oder so. Klischee. Wie viele Ritter sind es eigentlich? Na, müssten eigentlich 13 sein, wie in der Tafelrunde, ne? Ja. Zählst du gerade mit? Nee. Wäre jetzt natürlich mal gut gewesen, weil ich sehe ja hier immer bis zu Dias und von daher denke ich, dass ich auch mal den einen oder anderen runter verpasse. Mach jetzt nicht meine Internetleitung runter, sonst mache ich dich runter. Bach. Waschkäse! Mich kommt das aber irgendwie so vor, als wären das mehr als 13. Oder bin ich da der Einzige? Ich glaube, das sind 13 Stück. Ist das hier jetzt schon der letzte? Ich glaube, er kommt daher, oder? Oh. Waren sie das? Nee, oder? Jetzt da hat er schon Urlaub und dann ist er müde. Das ist doch echt. Ja, ich jetzt immer so lange mache und dann immer wirklich nur 6 Stunden schlafe, damit ich auch viel vom Tag habe. Schattenflamme mit ohne E. Mit Schatten. Ohne E. Ja, das ist die PlayStation-Version von Final Fantasy. Das hast du im PC zum Beispiel nicht mehr. In der neuen Version für den PC. Da heißen dann aber auch die Attacken teilweise anders. Da heißen sie nicht mehr Soldat, sondern Soldier und so eine Geschichten. Okay. Da heißt es auch nicht mehr Substanz, sondern nur noch Materia. Oh, wiederherstellen reproduziert alle. What the hell? Holy. Oh shit. 3500 AP bei einer dreifachen Verstärkung von Cid.
Na, Kopfrechnen. Wie viel waren's? 3500 mal 3. Mal 3 sind 10.500. So, jetzt pass auf. Boom! Platz. Ist es jetzt kaputt? Boah, tatsächlich. Wie cool ist das denn? Okay. Jetzt kommst du halt genau da in den magischen Wald rein. Da bin ich aber auch schon vorher reingekommen. Ja, wegen dem Chocobo. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sich wirklich erstmal mit ihren Charakteren beschäftigen, bevor sie sich die Vögel züchten und ja. Wie du immer gegen mich sprichst. Aber okay, ich bin das ja langsam gewöhnt. Und ich werde dann jetzt auch mal das Schwert ausrüsten. Ausrüsten bitte. Hat dann aber keine Verstärkung, ne? Also. Du bist lustig. Ist immer so, die stärksten Waffen in dem Spiel haben keine Verstärkung. Ist ja bei Barretts stärkster Waffe auch so, die müsstest du ja eigentlich auch haben. Jo. Ist mir jetzt aber egal, so. Gehst du mit dem Schokobo dahin? Mit Lord Belfi? Nee, nur Belfi. Belfi fand ich süß. Gut, Schönes Ding. Schön golden, ja. Da grabe meine Autorität. Die Autorität. Och, jetzt gibt's so, das gibt's doch jetzt nicht hier direkt am Anfang ein Fight. Ja, na klar. Sowas darf aber nicht passieren. Zauberhafte Wolf. Wolf. Mann. Wald mit blauen. Och, das ist aber wenig Damage, muss ich gerade mal zugeben. Oh, das enttäuscht mich jetzt aber ein bisschen. Ja, ist halt eben so. Das war ein Witz. Ich weiß, aber es ist halt eben so, dass die stärksten Waffen natürlich auch die meisten Schaden machen. Deshalb müsstest du deine Substanzen mastern, dann könntest du sie da oben reinpacken, weil da ist scheißegal, ob sich da die Substanzen verbessern oder nicht. Und dann könntest du mit den stärksten Waffen angreifen und dann hast du ein ruhiges Leben, sag ich mal so. Dann hast du... Ja. Es ist alles schick und ich sag mal so, für einen Krater... Ja, hier Insekten und... Hoppla. Ich sollte mal hier wieder speichern, würde ich mal sagen. Ja. Hoppla, da wollte ich auch nicht hoch. Du kommst dann irgendwo, kommst du an, halt. Kennst schon mal. Ja, das habe ich schon geschafft, das hier. Da setze ich erstmal die ganzen Fröchlein vorne dran ab. Und dann gehe ich mal nicht hier hoch, weil uns noch ein Kampf erwartet. Diese Viecher, die man irgendwie komischerweise nicht mit normalen Angriffen treffen kann. Also? Zauber. Genau. Ja, ich will dich bloß testen. Hätte sein können, dass du wirklich mal irgendwie mal davor gesessen hast, eine Viertelstunde und probiert hast, die anzugreifen. Hab ich keine tatsächlich. Ahnung. Oh. Warum wundert mich das eigentlich nicht mehr? Nicht, dass alle denken, ich bin hier der miese Peter vom Dienst, aber... Warum wundert mich das nicht mehr? Aber er ist halt einfach nicht miese Peter vom Dienst, ja? Das ist nicht wahr. Also wir hatten auch schon viele spaßige Momente. Jetzt müsste eigentlich so eine Einblende kommen, wo du mich runtermachst. So diese Pflanze, wie komme ich denn an das Ding in der Mitte ran? Das habe ich letztens irgendwie ganz komischerweise so rausbekommen, indem ich einfach ganz nah dran gegangen bin und dann einfach Kreis gedrückt habe. Ich glaube, du musst einen Käfer reinsetzen, oder? Oder irgendwas musst du doch da bestimmt reinsetzen. Ja, habe ich auch schon versucht. Und die Käfer sind, beziehungsweise diese Frösche sind da sogar schon drauf rumgehüpft, aber das Ding hat einfach nicht zugeschnappt. Okay. Ja. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Da sind nämlich noch mehr von diesen Pflanzen, an denen komme ich einfach nicht vorbei. Na gut, das könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich diesen tollen Trick natürlich mit Select nicht beachtet habe, ja? Ja, hätte sein können, dass das vielleicht so Kletterpflanzen sind oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß, wie lange das her ist, dass ich mal im verzauberten Wald war. So, also hier gibt's dann wohl so in der Art nichts. Du kannst da, möchte ich meinen Frosch oder irgendwas kannst du doch darauf machen und dann müsstest du da eigentlich rankommen. Und da müsstest du dich eigentlich dann langhangeln können, oder wie ist der Geier? Irgendwie, verdammt, streng dich an. Ja, guck mal, da ist jetzt ein Käfer drauf, oder? Nee, da sitzt neben dran. Siehst du? So nah, näher kann ich nicht ran. Dann schnapp das Ding zu. Von der anderen Seite bin ich geschmissen? Ja, zurück komme ich nicht mehr. Aber von der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch schon versucht. Ah, geh mal langsam ran, geh mal ganz langsam hin.
Was meinst du denn mit langsam? Aber da, du bist gerade gewippt. Hast du gerade gesehen? Du bist gerade gewippt. Ja, das ich, so weit war ich ja schon. Und was ist denn da oben in dem Sack drin? Welcher Sack denn? Achso, ja, also ich habe ja das Ganze wieder neu gestartet, weil ich in dem zweiten Bildschirm nicht mehr weitergekommen bin. Achso. Ach, Herr Kartoffel. Ich bin halt. Das wird übrigens ein sehr langer Part, fällt mir gerade auf, ne? 15 Minuten, 34 Sekunden, ja. Wie lange hast du denn heute Zeit? Hast du Bock auf noch einen Part? Nein. Ich dachte gerade, jetzt mit Teil von unserer Aufnahme, die wir gestartet haben, ist 15 Minuten. Nee, das ist alles richtig so, deswegen habe ich ja zwei Spuren offen. Siehst du? Ach so. Verschluckt. Ich glaube, du musst da irgendwann einen Käfer machen. So, da oben ist ein Sack. Genau, jetzt ziehen wir da rechts weiter. So. Drück. Okay, so Licht hast du ja schon drin. Was ist, wenn du sagst, springen? Rinder. Ich weiß, dass hier dann so ein größerer Frosch rauskommt. So. Dip. Dann komme ich aber hier raus und nicht da oben, wo ich eigentlich gerne hin würde. Geh mal weiter einfach. An den Sack komme ich auch nicht ran. Aua. Ich glaube, du musst immer die Käfer reinsetzen. Jedenfalls ist es mir so in Erinnerung, dass du immer die Käfer langsam in die Pflanze rein und dann den Käfer reinsetzen. Geh mal langsam dran vorbei an der Pflanze. Sie schnappt sie zu, so. Dann musst du. Ich möchte meinen Teil mit den Käfern zu tun. Wozu sollen die sonst da sein? Siehst du das? Das ist gut, wa? Toll, wie mache ich das denn jetzt? Zaubern, ne? Zaubern. Wenigstens habe ich dir das auch noch beigebracht. Dass du auch so zaubern kannst. Ah. Nee, das hilft so nix. Jetzt ein Käfer hinschmeißt, sieht nicht. Da ist ein Käfer drauf jetzt. Jetzt bin ich nur in den Pfeil reingeraten, weil ich hier geguckt habe, ob ich da oben vielleicht irgendwie an den roten Pfeil dran klettern kann, aber nein. Warte mal ganz kurz. Ich hab das doch alles. Ich bin ja nicht Herr Allwissend, ja, auch wenn du das vielleicht denkst, aber. Moment gerade, nee, denke ich nicht. Sehr gut. So, Zauberwald. An dieser Stelle würde ich einfach auch mal schnellstens sagen, das war's mit der heutigen Folge. Schon 18 Minuten, meine Freunde. Schon 18 Minuten. Das, Überlänge. Das wird wieder total 2 Stunden Überlänge und so. Ich will aber einfach sagen, ich bin die Rockkartoffel und das war's mit der heutigen Folge von Final Fantasy 7. Vielleicht ist der Belfer jetzt noch mit morgen mit dabei. Das sehen wir gleich in der Pause. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Restnachmittag und ich sage bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.